Hey Leute, ganz herzlich willkommen zu unserem neuen Video und damit ganz, ganz liebe Grüße aus Österreich und zwar genauer gesagt aus Baden bei Wien. Ja, wir haben jetzt morgen ein cooles Fotoshooting und ein Videodreh vor und dafür wollte ich jetzt noch basteln und zwar Girlanden für die Mähne fürs Pferd. Wie das geht, das zeige ich euch jetzt in dem Video. Hier seht ihr auf jeden Fall erstmal die Materialien, die wir gekauft haben. Das sind unechte Kunstblumen, also Hortensien. Und wie ich daraus diese Girlanden bastel, das zeige ich euch jetzt in dem Video. Hier seht ihr jetzt noch einmal die Kunstblumen im Ganzen, wie die aussehen. Ja, wir haben uns die in zwei Farben ausgesucht. Und zwar einmal in diesem schönen dunklen Lila und einmal in Grün. Ja, und die beiden Materialien wollen wir jetzt miteinander mixen. Und dafür nehme ich zuallererst hier diese ganzen Blumen einmal ab. Dann sieht es so aus. Und zwar haben die hier alle so ein kleines Loch. Und da kann ich nachher ganz easy mit meinem Faden durchfädeln. Wie das geht, das zeige ich euch jetzt. Ich finde, das Schöne an den Kunstblumen ist, dass die doch relativ echt aussehen, vor allem hinterher von Weitem dann auf dem Foto. Ja, wie ihr vielleicht wisst, arbeiten wir generell total gerne mit Blumen. Wir haben ja da schon einige Fotos gemacht mit Blumenkränzen und haben auch einige tolle Blumenläden, mit denen wir da zusammenarbeiten dürfen. Hier seht ihr jetzt einfach mal ein paar Beispiele aus unseren Fotoshootings aus der Vergangenheit, die wir eben mit solchen Blumenkränzen gemacht haben. Hier, das ist zum Beispiel ein Beispiel, das sind Estella und Tania von Native Force. Hier waren wir in der Heide für ein Fotoshooting, ja, und hier sind die Blumen von Annika Kuhlmann, die hat das alles selber gemacht. Und zwar haben wir hier einmal Blumen für die Mähne für Estella. Und dann seht ihr hier auch noch, dass sie auch noch generell noch Blumenschmuck trägt. Und das Ganze passt halt total zum Konzept. Das heißt, wir haben uns schon im Vorfeld überlegt, was wir halt eben für Fotos machen wollen und was wir für ein Fotoshooting haben wollen. Ja, und so haben wir das dann alles insgesamt angepasst und uns dann im Vorfeld natürlich auch abgesprochen, in welcher Farbkombination die Blumen halt eben sein sollen. Hier auf dem nächsten Bild, das sind Bilder, die haben wir in der Schweiz aufgenommen. Und hier ist das total genial, weil die Mama von unserer Kundin solche wunderschönen Blumenkränze halt einfach selber machen kann. Das ist richtig cool. Das haben wir übrigens auch gefilmt. Da kommt dann noch ein separates YouTube-Video zu, wo ihr dann halt eben seht, wie aus echten Blumen eben diese Blumenkränze geflochten werden. Beziehungsweise gebastelt werden. Ja, hier seht ihr jetzt einfach noch so ein paar Beispielbilder aus unserem Fotoshooting, die wir da eben gemacht haben. Und hier dieses Bild, was ihr jetzt seht, das ist zum Beispiel der Versus, das ist ein gekürter PAE-Hengst. Der ist jetzt auch im aktuellen Kalender von mir zu sehen. Hier ist auch der Blumenschmuck von Annika Kuhlmann, von ihr hatte ich euch ja eben schon mal erzählt. Genau, und da haben wir hier dieses Fotoshooting umgesetzt. Das war so ein absolutes Herzensprojekt, was ich da gemacht habe, weil ich mir das schon immer gewünscht habe, so einen schönen PAE eben mit diesem Blumenschmuck zu fotografieren. Ja, und dieses Foto ist zum Beispiel auch in meinem aktuellen Kalender für 2018 zu sehen. Und zwar könnt ihr den zum Beispiel über unseren Shop kaufen. Und wenn ihr möchtet, dass wir da was Persönliches, beziehungsweise dass ich euch da was Persönliches zu schreibe, könnt ihr das einfach bei eurer Bestellung dazu schreiben. Dann können wir das gerne möglich machen. Hier findet ihr einfach nochmal den Link dann eben zum Shop hin. Also wenn ihr da Interesse habt, genau, geht schnell drauf und schaut mal nach unserem Kalender. So, jetzt bin ich auch schon beim letzten Blumenstängel. Ja, wir haben hier insgesamt, ich glaube, 6 Stück haben wir ausgesucht. Und hier seht ihr mal das Ergebnis, diese ganzen wunderschönen Blumen, die wir jetzt haben. Ja, und die fädel ich jetzt ganz einfach auf. Und zwar nehme ich hier dafür dieses Band. So, ich mache hier unten einmal gleich einen Knoten rein mit einer von den Blumen. Hier habe ich jetzt einen von den Blumen einfach auf dem Faden aufgezogen und es bildet quasi den Schluss. Und dann kann man das ganz normal, wie früher im Kindergarten schon, auf einer Perlenkette einfach aufreihen. Und dann haben wir hier gleich einen Strang voll mit Blumen. Das hier unten knote ich jetzt einfach nochmal richtig fest, die eben, damit es auch sitzt und hält. Jetzt überlege ich mir, wie lang ich das haben möchte. Da auch einfach mal bedenken, wie lang die Mähne vom Pferd ist. Das heißt, wie lang soll eure Schnur werden. Ich nehme am Anfang einfach lieber erstmal ein längeres Stück. Kürzen kann man das immer noch. Und dann fädele ich jetzt hier die ganzen Blumen einfach drauf. Das Gute bei dieser Schnur ist, dass sie doch nun relativ hart ist und dass man damit dann gut und schnell und recht easy arbeiten kann. So. Ja,
Jetzt schaue ich bei den beiden Farben, dass ich die auch so ein bisschen mixe. Wir haben ja einmal diese lilanen Blumen und dann einmal grüne. Und dann werde ich einfach zwischendurch immer mal wieder ein paar von den grünen Blumen da rein mixen. So, und hier seht ihr schon, dass das Ganze echt cool wird. So sieht es dann hinterher aus. Und dann geht das hier noch so entlang. Hier habe ich das jetzt so gemacht, dass ich hier vorne jetzt einfach mit einer Schere ein Loch reingemacht habe. Und zwar in das Blatt. Dann habe ich das Blatt hier durchgefädelt. Und jetzt kommen einfach über das Blatt wieder Blumen. Und dann werde ich hier gleich den Faden später nochmal drüber geben. Eben, dass das Blatt nochmal eine gute Stabilität hat. Aber dass man das Blatt halt eben auch nicht im Gesamten sieht, weil das wäre mir persönlich dann zu viel grün, sondern dass die Blumen einfach über das Blatt ranken und dass das hier dann einfach noch genau ein schöner Abschluss ist. So, der erste ist jetzt fast fertig. Hier seht ihr das nochmal, wie das dann im Gesamten aussieht. Hier hinten im Hintergrund habe ich dann einfach die beiden, genau, habe ich die beiden Blätter eingebaut. Die sieht man dann von vorne einfach nur so ein kleines Stück. Genau. Und dann kommt es zum Schluss so, dass hier oben einfach ein Pferdehaargummi reingemacht wird. Dann kann man das nämlich ganz einfach in der Mähne befestigen. Und wie das funktioniert, das seht ihr später. Der zweite ist jetzt auch schon fertig. So sieht der aus. Der ist dann einmal ohne Blätter. Hier habt ihr die beiden dann einfach noch einmal im Vergleich. Das sind jetzt zwei, die relativ gleich lang sind. Danach werden jetzt noch welche folgen, die ich auf jeden Fall kürzer binde. Denn die Mähne vom Pferd ist ja auch nicht überall gleich lang, eben damit es alles hinterher stückt und gut aussieht. Was auch richtig cool ist, was man bei diesen Sachen machen kann, ist, wenn man die lang genug bindet, dass man halt eben auch einen Blumenkranz losbasteln kann. Das passt dann natürlich auch super, wenn ihr beides in Kombination habt. Einmal den Blumenkranz und einmal die Sachen eben für die Mähne, fürs Pferd. So, kleines Update. Wir waren nochmal schnell unterwegs. Mittlerweile ist es dunkel draußen, nur dass ihr euch nicht wundert. Wir haben aber noch mehr von diesen Blumen geholt. Wir haben jetzt insgesamt 9 Stück, die wir verarbeiten. Und jetzt geht's auch schon weiter damit. Bastelstunde beendet. Ich bin gerade fertig geworden. Hier seht ihr die Stränge, die ich gemacht habe. 5 Stück sind es geworden und zwar in einem wunderschönen lila Ton. Ja, und zwischendrin ist auch immer noch mal so grün. Ich denke, das ist olivgrün. So sieht es auf jeden Fall aus. Wie gesagt, davon habe ich 5 Stück gemacht. Die kann man dann in die Mähne vom Pferd einbinden. So sähe das Ganze jetzt bei mir aus. Und dann habe ich noch andere gemacht. Das zeige ich auch noch eben. Und zwar hier eben auf der durchsichtigen Schnur mit Abstand zueinander. Das heißt, man hat einfach, wenn man das so an die Haare in dem Fall hält, immer nochmal wieder so Lücken, dass man die Mähne einfach eben zwischendrin sieht. Genau, damit es aber nicht nur in meinen Haaren bleibt, sondern ihr auch seht, wie die Sachen im Einsatz sehen, zeige ich euch das jetzt. Ich bin jetzt hier gerade am Stall angekommen und habe hier schon eine Packung Mähnhaargummis in der Hand. Ja, und jetzt werden wir gleich ausprobieren, wie die Blumen dann an der Mähne vom Pferd aussehen. Hier vorne seht ihr jetzt nochmal alle liegen. Ja, das sind die ganzen Stränge, die wir gebastelt haben. Ein Interview. Sag mal hallo. Sag mal hallo. Hallo. So, ich stehe jetzt hier gerade bei der Eskada, denn die Eskada hat eine wunderschöne Mähne. Natürlich zeichnet sie nicht nur ihre schöne Mähne aus, aber mit der Eskada probieren wir jetzt einmal aus, wie die Blumen dann halt eben in der Mähne aussehen. Und danach werden wir Fotos mit ihr machen, und zwar für ein Videotraining. So viel verrate ich euch schon mal. Und hier vorne ist die Anita. Hallo, ich bin die professionelle Kammhalterin und Mähnengummihalterin. Und die Besitzerin von Eskada. Ja. Und mit ihr machen wir dann später Fotos. Ja, und wie die ganzen Blumen jetzt an ihrer Mähne aussehen und wie wir das festmachen, das zeigen wir euch jetzt. So, als allererstes wird aber jetzt nochmal die Mähne von Eskada ordentlich durchgebürstet. Was wir hier jetzt machen, die ganzen Dinger hier gut in die Mähne reinzubringen, ist, dass wir sie hier einmal einfach am Mähnenhaargummi fixieren. Und dann könnt ihr das einfach mit dem Mähnenhaargummi in die Mähne reinmachen. Wir haben das nämlich gerade mal getestet. Das hält so definitiv am besten. Anita in Action. Ja, verteidige mein Pferd. Gegen die Fliegen. Gucken, kommt da nochmal sowas Einzelnes? Ja, wir können, genau, wir können, ich habe ja noch mehr davon, wir können jetzt mal einfach gucken.
wie viele wir von den Dingern dann final da drinnen haben wollen. So, mir das da nur was Einzelnes, das hat mir noch gefallen. Aber an sich ist das, glaube ich, echt ganz cool, ne? Voll, ja. Ich flechte das hier jetzt auf jeden Fall. Hier das untere, das hängt an so einem Plastik-Dingens. Wie heißt es? An der Schnur. Genau, und jetzt, ja, genau. Und jetzt mache ich diese Plastikschnur hier einfach einmal nochmal feste. Einfach damit mehr Stabilität drin ist. Wir wollen einen ziemlich weit unten. Es gerade hat ja eine ziemlich lange Mähne, dass einer eben weiter unten hängt. Wenn man diese Sachen, ich habe das gestern mal ausprobiert, wenn man die zu lange bastelt, also einfach auffädelt, ich hatte einen erst ganz, ganz lang gemacht, eben da ich ja wusste, dass die so eine lange Mähne hat, dann werden die halt auch einfach extrem schwer und dann ja, wird das, glaube ich, auch einfach zu schwer für die Mähne, vom Gewicht halt einfach her. Genau, und deswegen haben wir jetzt hier die Option, dass wir einen einfach weiter unten reinhängen und dass er dann die komplette Mähne abdeckt. Und ich finde das auch ganz schön, wenn es so ziemlich, ja, unordentlich? Unordentlich ist, glaube ich, übertrieben. Wie heißt das Wort? Nicht ganz so gerade, locker, ja, chillig, entspannt aussieht, genau. Unangestrengt. Ich weiß, so gibt es ein bestimmtes Wort, glaube ich. Ja. Random? Random. Ja. Guck mal, wie schön das aussieht. Ich finde es voll süß. Ist okay für dich, Schatz? Mega. Ist das okay? Ja. Ich habe eben schon gesagt, guck mal, sie kann hier auch noch einen als Stirnriemen anziehen. Ja, voll. Süß, ne? Schon herzig. Fertig. So sieht Escalas Blumenmähnenwunder jetzt aus. Es ist richtig, richtig schön geworden, oder was meint ihr? Ja, und die Maus hat sich auch mit allem super, super wohl gefühlt. Hier seht ihr sie nochmal total süß. Ja, und wenn ihr Lust habt, dass wir euch nochmal so ein Tutorial drehen, dann schreibt es auf jeden Fall jetzt in die Kommentare. Und schreibt uns auch total gerne mal in die Kommentare, wie euch das Video gefallen hat und vor allem, wie ihr Escala mit Blumenschmuck findet. Ich möchte mich an dieser Stelle nochmal total bei Anita und ihren Pferden bedanken. Es war ein super, super schöner Tag, den wir da zusammen verbracht haben. Wir haben infolgedessen auch ein Videotraining gedreht. Das Videotraining folgt auch auf jeden Fall noch dieses Jahr. Das könnt ihr dann über unseren Shop erwerben. Einfach auf www.alexandraewang.de gehen und dann auf den Shop. Und an dieser Stelle auch nochmal ein total fettes Dankeschön an Niki und auch an die Christina, die uns in dem Tag geholfen haben. Das war wirklich super cool, Mädels. Alle Kanäle sind auch nochmal in der Infobox verlinkt. Schaut da unbedingt rein. Bis dahin und bis zum nächsten Video. Alles Liebe, eure Alex.